Wer kommt jetzt, Seifenstein? Majestät, zu uns kommt ein vielfach ausgezeichneter Kabarettist und Schauspieler. Na schau. Andreas Witasek. Witasek, wie geht's Ihnen? Gut, schau mal. Es geht Ihnen gut, danke. Ja, das sieht man. Danke. Ich verstehe die Anspielung, Eure Majestät. Na, von einem guten Menschen kann's nicht genug geben. Das stimmt. Ja. Und er ist ein sehr guter Mensch, offenbar. Eine sogenannte Zuwag ist es. Eine Zuwag. 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 Ja. Wampen. Ein Wampen. Ein Wampen. Ja, ja, dann Reserve. Ja. Also Reserve. Für die schlechten Zeiten. Ja. Aber die hat er ja nicht, schlechte Zeiten, oder? Na, so wie Tor. Ja, ist ja gut im Geschäft. Na, was macht er denn jetzt gerade so? Ja, er spielt gerade ein neues Soloprogramm, Austrophobia. Hm? Hat aber nichts mit Eurer Majestät zu tun, in dem Sinn. Haben wir da vielleicht einen Ausschnittshaft gestanden? Also, jawohl, Majestät, Hofbildstelle, bitte. Aber bin ich austrophob, wenn ich lieber wegfahre, als dass ich heimkomme? Ja. Bin ich austrophob, wenn mir dieser ganze Heimatschmäh, der gerade so rennt, irrsinnig am Wecker geht? Diese verlogene Dirndlromantik, diese geklonte Volksmusik, das Servusland. Ja, das Servusland. Ja, geht's nur mir so, dass ich mit Tracht immer nur halt Niedertracht und Trachtbrügel verbinde? Ja. Na? Wie ist sein beruflicher Werdegang? Wo hat er denn angefangen, Seifenstein? Erzählen Sie uns mal ein bisschen was über den Witasek. Nun, Majestät, man kann ohne mit Fug und Recht behaupten, dass Herr Witasek eine Ikone der österreichischen Fernsehgeschichte ist. Und was besonders interessant ist, er ist der romantische Liebhaber schlechthin. Mehr schlecht als hin. Wo hat er seine Karriere begonnen? In Wien. Also in Wien? Ausbildung in Frankreich gemacht. In Frankreich? Ja. Wo in Frankreich, Seifenstein? Herr Majestät, ich komme gleich dazu. Vielleicht kann ich kurz in Erinnerung rufen, was uns Herr Witasek in den vergangenen Jahrzehnten schon alles geschenkt hat. Zum Beispiel Mozart und Meißel, unvergessen. Ja. Oder auch Nowotny und Marodi, die Zahnärzte. Ach so, ja. Oder auch, unvergessen natürlich, Müllers Büro. Wie alt war er denn da bei Müllers Büro? Das schaut aus wie eine Rotzpippen. Eine Rotzpippen, die gerade was eingeschnitten hat. Wie so ein Hund, der sich freut, dass er mal beim Fenster ausgestanden hat. Ja, ist schön. Wie alt war er da? Unter 30. Wirklich? Ja, ja. Und wo hat er die Ausbildung gemacht? In Paris, hat er gesagt, oder? Nein, sehr wohl, Frankreich. Majestät, in Frankreich, sehr wohl. Vielleicht haben die einen oder anderen den kleinen Staatsbesuch gesehen. Herr Witasek war erst kürzlich wieder dort zu Besuch. Und zwar bei dem berühmten Lehrer Jacques Lecoq, Hofbildstelle. Jemand, der sich exzellent auf Körpersprache verstand. Schau. Und als Pantomime hat er begonnen? Ja, er hat als Pantomime begonnen, ja. Ja. Und macht er das noch immer? Privat noch. Bei welchen Gelegenheiten? Wenn ich in der Früh aufstehe und kein Wort rauskriege, und dann mache ich, das heißt, ein Aspro bitte mit Wasser. Seifenstein, vielleicht kann er uns bei unserem Problem helfen. Ne? Möglicherweise, Majestät, dann müsste Herr Witasek aber zuliebe Eurer Majestät eine große Ausnahme machen und wieder pantomimisch tätig werden, oder zumindest gestisch und mimisch. Ja, probieren wir das. Probieren wir es. Wir haben das große Problem, dass seine Majestät immer wieder Staatsgäste besucht oder Besuch bekommt, die er, sagen wir, nicht so besonders gut leiden mag. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Nun verlangt es aber die Etikette, dass man trotzdem freundlich bleibt. Und da sind Gefrieser dabei. Möchte man gar nicht glauben. Ne? Also könnte man eventuell sozusagen subkutan mitteilen, dass eine gewisse Abneigung doch gegeben ist. Es gibt da einen großen Pantomimen in der österreichischen Politgeschichte. Hofbildstelle, bitte.
Der hat so angefressen geschaut das bei der Angelobung. Da hast du richtig gesehen, was ich dir denke. Ne? Und das täten wir auch gern drauf haben. Kann er uns da ein bisschen helfen? So einen bösen Blick? Nein, nicht nur einen bösen Blick. Einfach auch, dass der schon weiß, was wir uns denken, aber wir die Etikette wahren. Das wäre die Aufgabe. Ne? Na, probieren wir das gleich in der Realität aus, Seifenstein. Sehr wohl, Meister, soll ich einen Probekandidaten herein? Ja, selbstverständlich, Seifenstein. Vorwärts. Wie wollen wir es denn sonst probieren? Wir haben hier das Dummy eines internationalen Staatsgastes. Bitte sehr, kommen Sie. Welches Land könnte das sein? Stellen Sie sich darüber, damit wir Sie sehen können. Also, wer ist es? Das ist der Vormärz. Ja, nein, wen stellt er denn da? Hofbildstelle, bitte. Donald Trump. Passend, sehr gut, Seifenstein. Majestät, protokollgemäß sollten Majestät so etwas ausdrücken wie Danke für die Einladung, Amerika ist ein schönes Land, wir freuen uns sehr, ihn kennenzulernen. Aber wie das ergehen Sie doch darüber, damit wir Ihre Mimik besser lesen können. Hier. Wir wollen ja Ihr Gesicht sehen. Ich würde das Tier streicheln, vielleicht. Das hätte was gleichzeitig Höfliches, aber auch was Herabwürdigendes, finde ich. Sie müssen die Hand schütteln und das Protokoll. Was muss er sagen, Seifenstein? Amerika ist ein wunderschönes Land. Ich danke für die Einladung. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Sowas in der Art. So das in der merke ich mir doch nicht so schnell. Amerika ist ein wunderschönes Land. Austria wants to be second. Aber jetzt sehe ich nicht, wie Sie die Abneigung darstellen. Okay, ich probiere es noch einmal. America is a wonderful land and I appreciate very much your work. Mr. President, excuse me, I feel my goulash is coming back. Haben wir noch einen Seifenstein? Selbstverständlich, Majestät Biedermeier. Wer könnte das wohl sein? Ich habe nicht den blassen Schimmer einer Ahnung. Wer, Mittersek, wer könnte es sein? Schwanger? Dann kann es nur eine österreichische Politikerin sein. Mit so einer Frisur? Na. Hofbildstelle, bitte. Wieder höflich begrüßen, aber wir wollen ausdrücken, na, mit dir gehe ich sicher nicht auf einen Staatsempfang und ich esse sicher nicht mit dir zum Mittag, weil ich möchte nicht so blatt werden wie du. Okay. Das möchte ich, nur aber freundlich bleiben dabei. Mr. Kim Jong-un, it's a pleasure, I hope you don't understand German. Links und rechts gehört der Watschnowikow. Prädatur. Ja, das war, vielleicht haben die aber dann dort doch jemanden, der das übersetzt und das war dann blöd, ne? Ja. Also nur pantomimisch. Nur pantomimisch? Ja, geht da vielleicht noch was? Ne? Das selber nur auf pantomimisch? Gefährlich. Das ist gefährlich, gell? Sehen Sie, was unser Problem ist? Ja. Danke, Biedermeier. Für das hätte er aber nicht nach Paris fahren müssen. Sie hätte den Zimmering auch lernen können. Was sind seine Pläne für die Zukunft, Wittersek? Na, er spielt einmal das Programm weiter, bis keiner mehr sehen möchte. Da weiß man nicht genau. Da weiß man, wie lange es dauert. Das kann schnell gehen. Und dann schaut er, was passiert. Was passiert? Ja, also ich habe keinen Fünfjahresplan. Na, dann machen wir Folgendes. Ja. Er geht jetzt einmal und schaut, ob er ein paar Leute findet, die das hören wollen, was er sagt. Und dann spielt er es. Und dabei wollen wir ihn nicht aufhalten. Er darf sich zurückziehen, aber er muss auch einmal ein bisschen brav sein. Danke, dass er da war.